brauche Zeit, um das Mir noch zu gar nicht tun. aufgefallen. Jeder Angriff eines Außen erzeugt eine Schockwelle, die den Primärgegner und den Gegner hinter ihm 700. Der Schmetterangriff eures Eisenkundens macht Gegner außerdem 3 Sekunden lang verwundbar. Ich kann mich in die Truhe reinglitschen. Okay. Nein, mein Golem ist tot. Nein. Ich steig fest. Ich bin zum Teufel. Wie sieht denn der aus? Ich will noch mal gucken, wie der aussieht. Alter, was ist das denn? Fucking hell. Warte, wo bist du? Ja. Toll. Ich hab jetzt ein Eisenbohlen. Guck dir die Scheiße mal an, ey. Nett. Aber der, weiß ich nicht, der ist nicht so für mich, ganz ehrlich. Das war cool aus, aber die Fähigkeiten von dem sind nicht so. Ich mach, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden jetzt. Oh, wenn ich in den letzten zwei Sekunden keinen Schaden genommen habe, schlagen meine Skelette schneller zu. Sehr gut. Und wenn ich 7 Skelette habe, mindestens 7, ist das sogar verdoppelt, also 30%. Schneller. Aber ich glaube, ich nehme lieber wieder den Blutgolem, ganz ehrlich, auch wenn der hier ziemlich cool aussieht. Ich werde definitiv noch so ein bisschen experimentieren im Laufe der Zeit, wo wir hier spielen. Ja. So gegen Ende, so immer genug Punkte haben, so, weiß ich nicht, um uns auszutoben. Mhm. Jetzt müssen wir immer aufpassen, was wir entfernen können. Ja, wir wissen ja nicht, was auf 50 passiert, ey. Vielleicht kriegen wir noch eine zweite Leiste oder so. Das wird mir ehrlich gesagt nicht gefallen, ey. Ich habe schon genug Fähigkeiten, ey. Der Blutgolem sieht zwar hässlich aus, aber der bringt es mehr. Ich will erst mal wissen, was meine Berserker-Dingens da machen wird. Na, jetzt haben wir wieder das hier. Irgendwie werden die Skelette beschwören, wir werden auch Pfeile geschossen. Weil mich schießt doppelt, ey, auf der Angriffstaste. Schieße ich auch meine Knochen splitter, ey. Oh, ein Gegner ist noch. Ein Gegner. Sehr gut. Oh, da ist doch schon. Ah! Oh, er hat schon wieder so einen blöden Schild, ey. Kann ich nicht reinschießen. Dann hau ich eben da rein. Dampf. Ich bin noch nicht bereit. Ein Kultistenschlüssel und 2 goldene Sachen. Neues Schwert. Ich bin noch nicht bereit. Wenn raus hier oder ist hier noch was? Naja, müssen wir noch weiter. Ja. Du musst da, glaube ich. Ich glaube, du hast den Schlüssel aufgehoben. Ja. Okay. Hey, yo, was geht? Knochenhaufen. Ist das unser Boss? Ich würde sagen, ja, der stärkste Boss im Spiel. Ich hätte das irgendwas runter begraben oder so. Ach, was? Ich bin noch nicht bereit. Aber wir sind lauter Stacheln am Boden, die schießen die ganze Zeit raus, ey. Der Boss war echt heftig hier. Ganz ruhig, Daniel. Du brauchst nicht immer schreien. Boah, dir fehlen noch HP. Ach so. Ich muss warten. Ja, jemand muss auf deine HP aufpassen, wenn du das schon nicht machst. Ja, das stimmt eigentlich. Hast recht. Ja.
Schuss warten. Bonk. Vorlein übergezogen. Länge Gold. Was? Wo ist er denn her? Schlachtruf, verwendet eure Rufe 500 Mal. Sehr geil. Muss mal gucken, wenn man hier irgendwie seinen Titel ändern kann. Man kann ja irgendwie seinen Charakter so einen Titel geben. Ich habe gerade den Titel Brüller bekommen. Okay, das kann ich nicht benutzen. Das ist für Druiden, Totem ist das. Okay. Zack, zack, zack. Ich habe wieder nur goldene Sachen in meinem Inventar. Ey. Also, was ist denn da für ein Schatten? Oh, ich hab den Wolf aus dem Käfig gelassen. Und jetzt ist er in seine Einzelteile zerflogen. Widerstand gegen Kälte, Widerstand gegen Feuer. Wir müssen die Hohepriester die da töten, ne? Feuer nicht. Ja, steht da. Ja, sowieso alles ja kalt gemacht, was mir begegnet. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Okay, was macht er so viel Schaden? Ich kann dann wegrennen, tschüss. Bleib im Fall jetzt hier. Ich will nicht wegrennen, aber hier die Fähigkeit von dir lässt mich wegrennen. Okay, nein. Das ist hier gerade ein bisschen heftig. Alter! Immer weiter zurückgedrängt. Ich muss weg. Ja. Ja, der kam voll auf dich zugerannt. Rennt alles auf mich zu! Hier ist ein goldenes Krummschwert, oh Gott! Eingefroren und die Kugeln auf mich ein! Ja, jetzt, ja, hier ist auch noch ein Gegner, ne? Also... Hat sich später drum gemacht. Ich will als würde schwer verfahren, ich renne hier die ganze Zeit weg, weil mir alles hier hinterher ist. Mein Gott, liegen hier viele goldene Sachen, ey. Oh, neuer Helm. Ja, ein Krummschwert, Daniel. Ja. Wahrscheinlich sowieso schlechter sein, als was ich habe. Ja, das kommt hin. Ne, ist besser. Danke. Jo. Und 3 Punkte. Ja, schon wieder ein Boss da in der Richtung hier. Der Karte. Ich muss warten. Er leuchtet grün. Ah. Ich muss warten. Ja, ich kann auch Pest. Stahlsense.
Ja. Oh, nee. Da kommen auch noch welche. Ich glaube, ich habe gar nicht meine Fähigkeit hier. Konnte nicht einfach so da lassen. Lass ihn lieber umbringen. Nicht, dass ich das nicht verstehe, ist verständlich. Oh, eine Hippe und ein Schutzschild. Na was? Der Hippe? Ja, das Ding heißt Hippe. So eine weibliche Version von Hippie? Das ist ein Schild. Aber kann ich auch nicht benutzen. Ich bin voll. Ich hab nur goldenes Zeug in meinem Inventar. Wo ist denn hier der Boss? Auch da. Nein, der Schild. Komme ich nicht durch. Jetzt komme ich da durch. Komm her. Au, au, au. Mein ganzer Bildschirm gerade Blut verschmiert. Der Kerl, der wird die ganze Zeit eingefroren, der eine. Na normal, Boss. Okay. Ich hab wieder mit Goldenes fallen lassen. Der war relativ einfach für den Boss von dieser Dungeon. Ja. Ereignis beigetreten, wandernde Seele, Wo bist du? Weil ich bin nur hier runtergegangen. Ey, yo. Sie haben sich von mir ernährt. Meine Seele. Entreißt sie ihnen. Lasst es enden. Mit wem reden wir denn eigentlich? Da war aber kein oranger Kreis, oder? Nee. Okay. Oh, die gehen auf hier los. Ich muss warten. Geht weg von denen. Dun, 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 dun. Warum nehmen wir so viel Schaden? Ich muss machen.
Alles klar, alles wieder sicher, Kleiner. Okay. Ein legendärer Ring. Legendären Sachen, Alter. War ich so schön, wenn ich so schlau bin. Ja, bring den Satz mal zu Ende, Daniel. Ich glaub dir kein Schwein. Jetzt bin ich aber voll. Ich habe nur ein Schwert für dich, Daniel. Nicht das, das habe ich fallen gelassen. Ich trage bereits das Maximum raunender Obolus. Okay. Ja, das habe ich auch schon die Nachricht bekommen. Da müssen wir die ausgeben. Oh Gott. Hier ist noch ein Gebiet, aber noch nicht. Ist das Schwert besser, als ich dir gegeben habe? Ich glaube ja. Oder was? Katastrophales Bollwerk. Ja, da liegt bei mir auch da. Ich hab da reingeworfen. Ich muss warten. Das ist denn hier schon wieder an Bord, ey. Ja, lach über uns. Lass ihn umbringen. Meine Taschen sind voll. Lass mal den Schläger da anschauen. Nein. Eine Truhe, ich bin immer noch voll. Da ist schon wieder einer. Ich bin neue Truhe öffnen, dann kam da ein Skelett raus. Unverschämtheit. Ja. Mein Gott, schon wieder was goldenes in Säbel. Und noch ein Schwert, ein Bastardschwert. Oh, Schwengel. Der Schwengel ist wieder zurück. Da liegen jetzt so viele Sachen. Und bitte sag mir, der Schwengel ist. Nein, der Schwengel ist nicht. Oder Helm ist besser. Ich hab auch noch zwei Schwerter für dich. So, wo sind die? Scheiße. Jetzt packt ihr nicht auch noch da auf den Haufen. Das ist sowieso kein Platz. Wo ist das andere Ding? Ich hab noch ein Ding aufgehoben. Wo ist das? Die leuchten immer so ein bisschen. Ja, das ist leider nicht hier, das glaube ich. Teuflischer Schinder. Nein. Aber danke. So, ich glaube, wir sind ja fertig, oder? Nee, sind wir nicht. Müssen wir die Halskette irgendwo hinbringen. Bei mir steht nichts mehr. Hm. Ich habe ja die Quest hier. Das keine Ahnung, diese. Wie kann man die Weltkarte hier noch? Ich will lieber die Weltkarte sehen, damit ich weiß, wo wir hin müssen. Hier, Blick in den Wahnsinn. Es hat Kyowashat. Ja, perfekt. Dann gehen wir nach Kyowashat. Das ganze goldene Zeug loswerden. Ja.
Ja, neue Designs freischalten für mich. Damit ich am Ende spitze aussehe. Alle Designs freigeschaltet. Gutes Geschäft bei Vaters. Ah, schön, wenn alles so golden ist. Ja. Ich nehm's. Was habt ihr noch? Alles klar. Knack. Oh, und jetzt müssen wir die Halskette abgeben. Und dann haben wir schon, haben wir gar keine Nebenquests mehr. Ich bin mit euren Augen zurückgekehrt. What? Gib mir nur meine Augen zurück, ja? Setz ihm sie wieder ein. Jetzt geht's dem Typ wieder gut. Na klar, tut das weh. Wie hat er das denn wieder reingedrückt, wenn der da gefesselt ist? Ich meine, wir haben das gemacht, ne? Hinterher. Na, okay, natürlich. Ich habe nur kurz gerade das Menü irgendwie so geöffnet. Ich habe auf einmal jemanden schreien gehört. Er hat auf einmal eine dämonische Stimme gehabt. Ich glaube, der wird der Endboss, Daniel. Wir haben gerade unseren schlimmsten Erzfeind geschaffen. Wir sind fast wieder 10 Level aufgestiegen, diese Folge. Ja. Ein bisschen kann man noch. Oder? Ja. Ich kann die ganze Nacht, Daniel. Mach mal das nächste. Kampagne. Ne? Keiner ist geiler als Vegas. Ein kalter und eiserner Glaube. Das ist die Hauptstory. Nobody gets laid as Wade oder so. Nobody gets late like Wade. Hat ihr das selber ausgedacht? Ja. Okay, das ist sehr gut. Encore Kavala. Wo ist das? Hier. Ich frage mich immer noch, warum die immer weiter mit diesen komischen Real-Life-Filmen von Disney weiter pushen, obwohl keiner die leiden kann. Das sind voll die Kassenbomben. Die will keiner gucken und trotzdem tun die immer weiter davon machen. Ja, keine Ahnung, ne? Fragen sich einige Leute schon seit 10 Jahren wahrscheinlich. Das siehst du schon, wenn die Trailer rauskommen, dass die Leute das nicht mögen. Nee, da würde ich schon das Projekt einstellen, wenn ich die ganzen Kommentare bei den Trailern nehme. Weiß nicht. Leute meinen immer irgendwie, Disney ist voll out of touch mit ihren... Ja, mit ihrer... sind die auch. Die haben keine Ahnung, was die da machen, ey. Die machen immer genau das, was das Publikum haben will. Und wenn es nicht funktioniert, dann zeigen die mit dem Finger, ja, das Publikum ist schuld, dass die Show gefailt ist. Ja. Weil ich habe letztens wieder gemacht. Ich bin irgendwie überzeugt, die macht das irgendwie absichtlich mittlerweile. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass die so naiv oder so dumm sind irgendwie. Ja, das fragen sich viele. Sind die so dumm, machen die das mit Absicht? Brennen die ihr eigenes Schiff gerade nieder oder so? Keine Ahnung, was das für eine Taktik ist, die verfolgen. Weil nicht ergibt Sinn, was die machen. Selbst von einem Business-Standpunkt aus ist das scheiße, was die da machen. Ja. Ja, soll man machen. Wenn es passiert, dann passiert es halt, ne? Ja. Gehen die halt mit ihrem eigenen Schiff, mit dem die segeln wollen, unter. Ja, dass Apple Disney kaufen wird, der jetzt wird vermutet. Apple hat ja auch seinen eigenen Streaming-Service.
Ja, jetzt eigentlich hier von dieser One Piece Real Life Verfilmung. Oh, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich mir das angucken werde. Ich fand, das sah relativ gut aus, so. Ja, das sagen viele auch. Das hätte definitiv viel schlimmer sein können. Ja, ja, das hätte schlimmer sein können. Das ist auch, weil der Typ, der Oda daran... Der ist daran beteiligt, ne? Ein bisschen. Ja, der überprüft, dass die keinen zu großen Scheiß machen. Ja, ja. Das ist allgemein eine gute Idee. Das sollten alle Leute irgendwie so machen. Das fragen sich viele. Warum sind hier, wie heißt das jetzt, die Projekte, was die Amerikaner so machen, so von Arsch und Animes, die steigen immer weiter und sind... In Animes sind diese ganzen Scheiße gar nicht mit Repräsentation, schwarze, homosexuelle, Frauen. Ja, ja. Das ist alles ganz in Animes. Zum Beispiel, das ist, bei Chainsaw Man, der Denji, das ist the most toxic male ever. Der kämpft nur, damit der Sex haben kann. Das ist der einzige Grund, warum der sein Leben riskiert. Und da gibt es keine Gruppen von Frauen, die sagen, los, kämpft die Show. Ja, ja. Also, nehme ich an, gibt es schon bestimmte. Ja, aber die hört keiner, weil ich. Das interessiert viele nicht, weil die Story gut ist. Selbst wenn der Charakter irgendwie. Zum Gott, die Story ist gut. Außer dann gibt es einen Grund, warum. Der hat eine gute Hintergrundgeschichte, warum der so drauf ist. Der ist nicht einfach so notgeil. Und da habe ich echt noch geschafft, auszusteigen. Das gibt es nicht. Ja, auch Twitter tun so gut bist in dem Spiel wie ich, Daniel, dann wird auch noch was. Ja. Warte, wenn ich diesen einen Typen hier aufspalte. Macht das eigentlich wirklich Schaden den Gegnern uns herum, wenn wir aufsteigen? Weiß ich nicht, wer kommt das jedenfalls so vor? Kommt immer so eine Welle, die wir irgendwie so aussehen. Ich meine, irgendwie die Gegner sterben dann so ein bisschen, oder nehmen Schaden jedenfalls. Okay, irgendwie kann ich mit der interagieren, aber passiert nichts. Ja, auch nicht. Ein Eisenschild, ein goldener, ganz toll. Obolos habe ich auch mehr als genug. Ja. Mit der auch irgendwie nicht interagieren. Ja, die kann man irgendwo. Dreifache dein Obolos. Die kann man irgendwo was verbrauchen, glaube ich. Habe ich einmal gemacht irgendwie, aber irgendwie habe ich da nur so eine lahme Waffe bekommen. Ja, in so einem kuriosen Tötenhändler bist du aufgestiegen. Ja. Ihr Kuriositätenhändler hat sowas, kannst du das eintauschen. Mhm. Da kommen schon wieder diese riesen Ziegen, Alter. Aber ich bin halt echt gut, wenn die eingefroren werden, ne? Ich bin noch nicht bereit. Neues Gebiet. Auf mich zu feuern. Er schießt doch gar nicht auf dich, Daniel. Ich bin auf deiner Seite. Was ist das denn? Ein Symbol da oben links. Hab ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Lass mal abchecken. Ich glaube, hier ist auch eine Stadt oder so. Das ist eine Nebenquest. Ach, das ist ein Wegpunkt. Ah. Und wir haben zwei Quests hier. Bärenstammes. Kann ich euren Hauptling treffen? Ich möchte ihn zum Kampf herausfordern. Schmettert ihre Körper und oh, das mache ich. Knochen als Tribut. Ja, die besten tatsächlich bei mir. Erkennt der Häuptling euch vielleicht an? Wahrscheinlich müssen wir sogar wirklich gegen ihn kämpfen, wenn er uns anerkennt. Ey, yo. Wie geht's den Stamm? Der 2 Quests. Unser Zweck bleibt klar, aber
Unsere Moral sinkt. Baldock, der Champion des Häuptlings. Der Häuptlings wurde vor kurzem getötet. Jetzt haben die Khazra seine Waffe. Den legendären Grizzly Malma. Es fällt schwer. Ja, so eine Waffe könnt ihr behalten. Da hört sich beschissen an. Ich will diese Waffe. Holt den Hammer von diesem schändlichen. Ah, die ist tatsächlich wirklich legendär. Wahrscheinlich. Wenn wir ihn ihnen überlassen, ist es eine Schande für unseren gefallenen Champion. Macht einfach eine neue legendäre Waffe. Ja. Als er in eine Höhle in Malnok geschleift wurde. Nennt sie den Grizzly Killer. So, und er hat noch eine Quest. Erzähl mir von den Trophäen hinter euch. Zur Schau, um die Urahnen zu ehren und ihre Weisheit zu uns zu lenken. Den Kopf habe ich von einem Häuptling abgetrennt. Und der arme Gott, meine Frau. Und den Typen da kenne ich nicht, aber den wollte ich haben. Deswegen hängt der jetzt da. Oh, Koller, der Sammler. Hat uns heraus. Wie wäre es, wenn ich deinen Kopf da dran hänge? Verdammten hässlichen Kopf bringen würdet. Würde euch das große Gunst bei meinem Stamm einbringen. Ich erledige das. Ja, Frauen und Bier. Oh, jetzt haben wir wieder Zeug zu erledigen hier. Ja. Ah, Kupka war auch nackt, Daniel. Ja. Oder schon wieder so ein Ding näher, so eine. Wie nennt man das hier? Was wir erobern müssen. Festung, ja, geil. Ja. Nichts wie los, fährt jetzt nicht mehr. Naja, heute nicht mehr. Doch, los! Wo ist sie ja? Das kann ich nicht tun. Ich glaube, wir haben alle Wegpunkte in diesem Gebiet freigeschaltet. Steht jedenfalls auf der Karte. Warum ist hier überhaupt eine? Warum ist hier überhaupt überall eine Sackgasse? So, eine Quest ist direkt hier. Sammelt Knochen des Eisclans. Da merken die doch nicht. Wir geben ihnen einfach irgendwelche Knochen. Erkennen die bestimmt am Geschmack. Ah. Nein. Bär. Pass auf, es ist ein arktischer Bär. Ja, ich dachte schon, da steht akasischer Bär. Ja. Ist ja schon wieder in der Stadt. Aua. Könnt ihr das wagen? Nein. Er hat mich während meiner Drehung festgehalten. Ich kann das eigentlich wagen. Ich habe Luft aus den Segeln genommen. Ich muss warten. Oh, warte, das ist wieder so ein Ding, das uns Bonus ergibt. Meins. Aha. Ja, jetzt kann ich mich wieder unendlich drehen. Ja. Ja. Au, au. Skelett schlechter. Bitte 1000 Skelette. Ich bin noch nicht. Oh Gott. Ja, ich bin schon wieder tot. Wie ist das schon wieder passiert? Ja, was war denn das gerade für ein Angriff? Der hat mich gewonnen, schottet. So, was? Ich bin noch nicht. Nimm den wieder. Gegangen eben, und auf einmal war ich sofort tot. Ey. Opportunist, bitte erledige ein sehr seltenes Monster. Stand da gerade.
So, ich glaube, ich habe ja einen Stab für dich. Steht sogar seltener Stab. Nicht gut. Nicht für meine Klasse. Nicht für deine Klasse, okay. Nee. Ich dachte. Nö, das ist nicht für meine Klasse. Hey. Oh, ich steck hier fest. Ich bin noch nicht bereit. Na, scheiß tot. Ach. Aber ich glaube, wir müssen hier rein, um die Dings zu erledigen. Hinten werden wir auch angegriffen. Nee. Ich bin noch nicht bereit. Dann. Ich frage mich, ob wenn man irgendwie allein spielt oder genauso viele Gegner kommen. Und wenn so viele sind, weil wir irgendwie zu zweit spielen. Weil es sind ganz schön viele Gegner, also mit jedem Kampf hier irgendwie. Ja, warte mal. Da müssen wir mal da rein. Ah, schaut mal noch heute. Bum, 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 bum. Bulle. Okay. Wer will hier drin mal schnuppern? Im frostigen Heim. Oh, hier ist irgendwas. Oh. What? Ich habe keine Wut. Knochen. Oh, er nimmt sauer die Knochen auf. Oh, meine Treffer sind kritische Treffer. Ja, bitte. Jetzt wo wieder aussteht, so schlachte genug Gegner ab. Ah! Ist das schon wieder was? Ja, das frage ich mich auch immer. Wir haben nur gegen eine riesige Spinne gekämpft. Kodex. Honk. Honk.
Claymore. Alter. Nein. Ach, Bastardschwert, Claymore. Mein Gott, ich habe noch mehr Schwerter für dich, Daniel. Kriegsschwert und Grimmsteinschwert. Oh, eine legendäre Axt. Eine Fresse, kriegst du denn immer die legendären Sachen? Nee. Ja, die ist aber schwächer als meine. Das ist schlechter als mein Buch. Ja, Daniel, das sind noch mehr Scheiße, die du kriegst. viszeraler Reißer. Bissiger Schinder. Das ist sehr viel schlechter als was ich habe. Ja, trotzdem danke. Mehr Geld für mich. So, irgendwie haben wir nur 3 Knochen bisher. Ja, also, irgendwie schon. Können wir nicht einfach so ein paar Spinnenknochen einbringen? Wenn ja, nee. Das sind Barbaren. Das weiß man, was ich rede. Ich habe einfach mal meine Ultimate um die Ohren gehauen. Hier ist so ein Knochenkonstrukt. Oh, hier sind ja meine Knochen jetzt. Bei mir nicht so viele. Bei mir waren jetzt hier so 10 Knochen gerade. Ja, bei mir auch. Er ist auch vom Knochenkonstrukt hier mal keine Knochen. Ich bin noch nicht bereit. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Mehr bei mir. Ist das ein Schwert? Ja, das ist ein... Schwach, schwach, schwach. Okay, der Ring ist sogar besser. Ich habe jetzt 12 Knochen. Ich habe 15. Ah, super. Ist da lang? Okay. So viele Gegner von hinten sind da welche. Oh Gott. Nee, ist okay. Alles okay. Im Moment noch, ja. So, nur eine sehr hohe Quantität. Oh Gott. Da ist schon wieder eine Hippe. Ich muss mal. Sehr viele Knochen, ja. Ich glaube, ich habe alle. Ne, einer fehlt mir noch. Ich bin noch nicht bereit.
muss warten. Was für ein Typ, Hugo und Altab voll. Druidischer Talisman und ein Säbel, ein goldener. Was ist denn das? Meine Schadensarten. Fehlt mir noch einer. Ein Knochen. Aber warte, ich hab noch Säbel. Ich danke. Wir sind da sowieso schlechter als was ich habe. Ja, sorry, das ist ja. Was ist damit? Ist das besser? Nein. Okay. Ich habe gerade kein Wort verstanden. Sojo ist besser. Ja, sorry, das ist ja. Also. Ist das nicht schwach? UI, das ist ja. Oh, Yowai, okay. Nee, Yasui heißt, ja, heißt alt, ne? Irgendwann mit Sojasauce oder so. Nee, Yasui, ja. Ich glaube, Yasui heißt dann irgendwie alt oder so. Ich gebe noch ein paar Worte, die ich verwechsel. Konstrukte müssen wir auch kaputt machen. Ja, das merkst du früh, du Klon. Das machen wir doch die ganze Zeit hier. Noch ein Stück müssen wir kaputt machen. Mein Gott, man sieht mich auf einmal so schnell tot. Da. Ich glaube, das Blut aus den Knochen. Nein, ich war in meiner Ultimate. Ich bin noch nicht. Da hat der für einen Sprung gemacht. Und schon wieder ein Säbel. Das Stecken ist wahrscheinlich sowieso schwächer. Alles klar, verkaufe ich. Verkauft immer, nimm den auseinander oder was weiß ich. Das letzte Ding an. Ich bin noch nicht bereit. Boss hier? Nein, okay. Oh, da ist doch einer. Na, das war Verschwendung, der ist schon tot. Und noch ein Schwert. Ich habe wieder zwei Schwerter für dich, Daniel. Boah, geh weg. Ich will die ganze Zeit selber schon Sachen. Ich check ja schon jeden Gegenstand, den ich ja finde. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich weiß, mein Charakter noch voll gechillt hier irgendwie klingt. Weil ja alles am Abschlachten ist. Ja, aber ein bisschen Verschwendung. Stehen, Daniel. Wieso? Ich hab Schwerter. Boah. Also ein Gegner, keine Zeit für sowas. Ah. Es kommen immer mehr Gegner. Schwert hat Rang 3 erreicht.
Skelettüberreste. Mein liebes Kind. Ja, wir haben Papierfetzen fallen gelassen. Ich hätte ein besserer Hirte sein sollen. Hat eingesammelt. Ich hätte dich nie fortstoßen sollen. Hm. Ich bin dir hierher gefolgt. Habe deine Leiche gefunden. Hast du eingesammelt? Hast du halt eingesammelt? Habe geweint und getrauert. Ist bei dir jemand am Reden? Mein Herz blieb stehen, als ich deine Augen öffnete. Aber es war nicht Leben, das ich in dir regte. Die unheiligen Bestien, die haben deinen Körper mit so schändlicher Magie bewegt. In die Fresse, in die Fresse, in die Fresse. Ich musste dich töten. Ich versuchte, dir einen weniger schmerzhaften Tod als deinen Ersten zu schenken. Müssen wir noch hin. Wo auch immer deine Seele jetzt ist, möge das Licht dich. Das ist doch nicht fertig. Ich meine, wir haben die Quest hier erledigt, aber normalerweise ist da immer irgendwas Neues drin. Ja, wie geht? Ich bin noch nicht bereit. Für diese Situation, in der ich mich befinde, denke ich nur, Igitt. Begebt euch nach Fleischhöhle. Okay. Oh, ich glaube, hier ist irgendwas. Wir sind darauf gekommen. Ah. Meine barbarischen Instinkte erzählen. Ja. Deine barbarischen Instinkte verfügen die Fähigkeiten von zwei menschlichen Augen. Oh, was ist er denn? Den möchte ich als Haustier haben. Aua! Ich habe nur gesehen, wie diese riesige Axt auf mich runtergehagelt kam. Ey. Ah. Nein, meine Obolusse. Schau mal. Oh, was hat? Und wir kamen ja nicht so ein Boss oder so. Ja, bei mir wirklich nach Schleifhöhle, Fleischhöhle. Ja, bei mir auch. Da? Also jetzt nur so ein bisschen, weil wir nicht erkundet haben in dem Gebiet. Okay. Und gucken wir mal da. Oh. Das ist falsch. Da. Da. Irgendwie konnte ich da gerade nicht vorbei. So, ja, wollte schon sagen. Für die Neuen. Oh. Für mich passiert ja nicht viel. Ja. Ich werde nicht mal, ich nehme nicht mal Schaden, weil der nur Nachtangriffe macht. Ah, oh, jetzt habe ich Schaden genommen. Nein.
Ah, der ist gestorben wie ein Pickel. Meine Taschen sind voll. Ah, jetzt muss ich schon wieder Platz machen hier. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Alles nicht besser. Ich bin noch nicht bereit. So. Holt euch Christen im Alma. Findet Kauler den Sammler. Kehrt zu Sena zurück. Oh Gott. Okay, irgendwie haben wir immer noch was, aber machen wir beim nächsten Mal. Gehen wir zum Bärenstamm zurück. Oh. Oh. Knack. Knack. Folgst du eigentlich immer mir, wenn du irgendwie am Teleportieren bist, oder machst du halt auch auf der Karte? Ich bin dir gar nicht voll, wenn du da rein rausgehst. Oh. Aber ich kann mir keine neuen Kleidungsstile ja. Sehr schön. Ich habe das ganze Inventar voll, nichts davon außer ein Gegenstand und mir einen neuen Stil gebracht. Schon so viele Sachen auseinandergenommen. Abgemacht. Preis. Ich habe 900, ich habe beinahe 1 Million, ne? Okay, ich habe 682.000. So. Ich bete diesen Tribut. Zersplittert und gebrochen, wie es sein sollte. Eine würdige Opfergabe. Okay. Das ging schnell.